So, guckt euch das an hier. Er rennt förmlich zurück auf seinem ganz eigenen Gleis. Hey, herzlich willkommen zurück beim Professor und Transport Fever 2, wo unser neuester Zug gerade hier in den Tunnel fährt. Da, mach's gut, Digga. Und ich glaube, wir haben hier einen Fehler gemacht, das hättet ihr mir ja gleich sagen können. Ha! Nee, wie gesagt, also ich habe mir hier so die Sache mal angeguckt und da fiel mir ein, dass ich mir das ja vor Weihnachten schon überlegt hatte, soweit plane ich manchmal voraus, wie wir diesen Kreis hier gestalten wollen. Und da fiel mir ein, dass ich ja eigentlich ganz was anderes vorhatte. Okay, jetzt ist es leider ein bisschen anders geworden, aber wir werden uns gleich damit noch beschäftigen. Ich möchte dahin zurückgehen, wo wir eben aufgehört haben. Ich habe ein bisschen was vorbereitet natürlich. Und wir wissen ja, dass wir hier ein Problem haben. Das löst sich gerade so ein bisschen auf. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, ich habe die Zeit weiterlaufen lassen, nur ein Stückchen. Aber trotzdem, wir drücken kurz Pause. Denn das Problem, was ich hier sehe, das ist ja eigentlich recht einfach. Ja, wir hatten die Menge angepasst für die Dampffahrzeuge, die wir da hatten. Da habe ich gesagt, hier, komm, vollladen einer Fracht, warte eine Minute. Ja, das Traurige ist halt, die Fahrzeuge warten irgendwie länger oder wie sie Bock haben. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das auch schon mal mit einer Stoppuhr getestet. Irgendwie ist das komisch. Aber ich möchte jetzt hier auch gar nicht großartig drum rumreden. Das ist aber hier bei allen drei Brotlinien, die hier sind, so eingerichtet. Außer Moreno Valley. Keine Ahnung, habe ich wahrscheinlich vergessen. Wir stellen hier einfach mal auf normal zurück, damit sich das erstmal normalisiert. Ich würde schon gern wieder so einstellen, dass sie erst fahren, wenn sie voll sind. Aber ihr seht ja, das macht ja keinen Sinn. Wir müssten die Straßen hier nochmal komplett aufhebeln, aber das hier verursacht nur Probleme, wenn der ganze Krempel hier liegt. Guck mal, hier werden schon, oder hier wurden viel mehr Einheiten vernichtet bereits. Das wollen wir nicht. Damit hat sich's. Aber wir müssen jetzt mal gucken, das muss ich jetzt erst wieder ein bisschen einkriegen hier. Aber wir haben auch kein Getreide mehr hier. Warte mal, da ist noch Brot, aber wir haben kein Getreide mehr. Der nächste Zug ist zwar unterwegs, aber der ist noch ein Stückchen entfernt. Das ist schade. Wir müssen mal schauen, wie das hier oben sich jetzt verhält. Die nächsten Fahrzeuge sind ja jetzt... Nee, das sind sie nicht. Die nächsten müssten schon hier sein. Eigentlich, gell, die neuesten. Die wir letzten Mal losgeschickt haben. Ja, das ist auch wieder so ein Ding hier, gell. Da warten 20 auf der ersten Transfer und auf der anderen wartet gar nichts. Also, ich verstehe, warum das... Nur weil das näher dran ist, oder was? Das heißt, Transfer 1 müsste jetzt... Die orangene Linie müsste links sein. Ja, ist korrekt. Ja, ganz einfach. Gehen in den Fahrzeugmanager und gucken uns das mal ein bisschen genauer an. Hier haben wir jeweils 7. Dann schicken wir hier einfach mal... Nee, warum ist denn auf der anderen Seite mehr? Ich raff das nicht. Also ganz ehrlich, wenn ihr da was wisst... Macht aber nichts. Wir schicken hier einfach mal... Wir schicken 2 rüber. Auf die andere Linie. Auf die Getreide 1. Ja, und wie gesagt, der Betrieb hier ist ja schon fast am Limit oder am Maximum. Hier können wir das tatsächlich wieder anwenden, dass wir sagen hier... Ach so, ist ja schon. Vollladen, genau, eine Minute Wartezeit. Ja, lassen wir mal laufen. Es sieht mir hier so aus, als müssten wir hier die Züge nochmal verlängern. Ja, gut, aber der kommt jetzt gerade erst in den Bahnhof rein, guck mal. Nee, nicht die Züge, nee, guck mal hier. Wir kriegen eindeutig zu wenig Getreide, kann das sein? Das ist natürlich der Hammer. Wo soll man denn noch Getreide hernehmen? Wir sind ja so hungrig, gell? Ich glaube, wir müssen irgendwie von woanders... Ah, hier gibt es auch nochmal Getreide. Oh, das wird natürlich kompliziert. Da muss ich mir erstmal was überlegen in aller Ruhe. Ich habe heute mit euch was anderes vor. Wir werden uns selbstverständlich da oben um diese Geschichte kümmern. Also ich habe das ja hier fertig gemacht. Wir können ja mal die Zeit laufen lassen. Ich bin ja unmöglich. Ich zeige euch hier ständig die Standbilder. Ja, der Zug hat seine erste Runde schon gedreht. Der ist ja hier schon durch. Hier, kommt er. Da ist er. Pittsburgh North Ring 1. So habe ich die blaue, die wir gebaut haben, beziehungsweise wir als erstes losgeschickt haben, genannt. Und hier kommt der andere wieder zu, also in der Gegenschleife, Pittsburgh North Ring 2.
in Rot extra. Ja, damit man die schön unterscheiden kann. Hier sieht man das. So, aber wir werden uns da wahrscheinlich erst in der nächsten Folge drum kümmern, wie es hier weitergeht. Denn ich glaube, die Konkurrenz, die... Weil hier gibt es ja auch welche, die jetzt hier nach Pittsburgh fahren. Und hier... Ja, genau, das ist nämlich dann entsprechend... Wird das dann alles beeinflusst. Guck mal, die Stadt ist schon ganz schön gewachsen, oder? Und das nur durch die Verkehrsanbindung. Die kriegen ja noch gar nichts hier. So, was wir jetzt hier noch machen wollen. Also hier, das werden wir erstmal auf die lange Bank schieben. Wir lassen es einfach erstmal laufen. Mir ist aufgefallen, und da haben wir ja letztes Mal von schon gesprochen, dass hier die Baumaterialien, also die Bausteine, die roten, dass wir hier eigentlich noch mehr davon transportieren könnten. Ich habe gerade überlegt, welche Fahrzeuge haben wir denn hier? Ja, guck, jetzt fahren sie 25, weil hier vorne einer von diesen Lahmen... Ich verstehe, dass die Geschwindigkeiten da nicht so ein bisschen schon angepasst sind. Diese Strecke, da sind lauter Benz-Planen-LKW und ich hatte auch schon neue hingeschickt. Wir werden jetzt vorsichtshalber von diesen Benz-Planen-LKWs nochmal welche kaufen. Sagen wir mal hier so, keine Ahnung, 3 Stück oder was. Ah, mal hier 5 draus. Und zwar schicken wir direkt auf die Schiene. Wir müssen jetzt hier rauskommen, oder? Oh, das ist ein Verkehrschaos. Ja, weil ich habe nämlich was vor. Ihr seht ja, das wird hier schön produziert. Und wir haben ja hier noch ein paar Kapazitäten auf jeden Fall übrig. Und da habe ich jetzt vorsorglich, wie gesagt, das erstmal angeleiert. Denn wir haben ja gesehen, in Columbia werden ja auch Bausteine benötigt. Und ich denke mal, genau das machen wir jetzt, denn es liegt ja sehr nah. Jetzt wird aus dieser ruhigen Strecke hier, die wir gebaut haben, dann doch eine etwas unruhigere Strecke. Und guck mal hier, der Zug ist voll, den wir losgeschickt haben hier. McKinney, Detroit, die direkte Linie hier. Seht ihr das? Finanzen? Naja, noch hat er sich nicht ganz harmonisiert, aber 500.000? Das sieht doch gut aus. Das lassen wir einfach mal laufen. Der Punkt ist, das Interessante vor allem ist, hier ist ja eine Station, wo abgeladen wird. Jetzt markier doch mal, hallo. Fifi, markier mal, guck mal. Diese Station hat direkt mit dem Bahnhof Verbindung und jetzt wisst ihr genau, was ich vorhab. Ich möchte hier erst einmal, Moment, erstmal möchte ich den Bahnhof konfigurieren. Konfigurieren, genau. Und zwar werden wir hier neben dem Gleis hier, werden wir, was wir gerade eingefügt haben, eine Güterplattform machen. Also ich weiß nicht, was ich jetzt hier baue, kann auch total in die Hose gehen. Es sieht hier schon richtig komisch aus, wie Hose voll, keine Ahnung. Ja, Professor hat seine Werkzeuge alle am Gittermann. Erstmal hier alles schön gerade machen, ja. Professor mag alles schön ordentlich. So, alles schön ordentlich. Fertig. So, jetzt werden wir hier wunderhübsche Gleise, die nicht Oberleitung, nicht elektrifiziert sind, legen. Jetzt müssen wir leider dann doch 2 Schienen nehmen, nebeneinander. Denn sonst stören die sich ja. Das funktioniert ja nicht, das System, gell. Dieses Gleis muss bis hier rüber gehen. Die Frage ist jetzt, wollen wir das jetzt hier eingleisig oder zweigleisig weiterführen? Weil hier hinten wird es dann so ein bisschen eng und das ist dann doof. Ah, hier müssen wir ja leider dann die Schienen auch nochmal auftrennen. Nee, das geht aber nicht, was du davor hast. Das ist aber scheiße. Abbrechen, hallo. So. Nehmen wir mal an, der Güterzug kommt jetzt hier hochgefahren. Und am Bahnhof steht gerade der Typ, der die ganzen Vögel hier einladen will, damit die nach Detroit kommen. Dann wäre das ja dann doch in Ordnung, wenn der den Moment wartet, oder? Der kann auf den Moment bestimmt warten. Wir testen das einfach, ey Leute. Wir sind doch total flexibel. Die Signale setzen wir später. Jetzt müssen wir erstmal die Schienen rausreißen zu dem Zweck, weil es ja hier eine Hauptstrecke ist. Werden wir kurz Pause machen. Einfach mal rausreißen. Oh ja, super, genau, alles vernichten. Das hatte ich überhaupt nicht vor, ey, Alter. Was ist eine Kacke hier. So, schön. Hier, das Signal kann auch mal weg. Das war sowieso schon am Stinken und Vermodern. Jetzt reparieren wir hier die Strecke. Total cool.
Ja, jetzt brauchen wir nämlich hier auch eine Kreuzweiche. Weil, wenn der Güterzug nämlich zurückkommt, dann möchte er doch ganz gerne bestimmt der richtigen Straßen- bzw. Schienenseite fahren. So ist es fein, das gefällt mir. Ja, jetzt müssen wir natürlich hier überall Rücksicht nehmen. Also zum einen hier, wenn der Güterzug rübergefahren ist, dann ist die Strecke blockiert. Wir haben hier aber keine Signale sonst. Dann würde auch ein nachrückender Zug von Norden her nicht mehr weiterfahren. Das ist alles so ein bisschen, man muss das alles probieren, aber wir sind ja so, dass wir dann oft die Sachen auch nicht mehr weiter beobachten. Das geht, glaube ich, nicht, oder? Doch, das geht. Ja, und dann ist halt doof, wenn der dann nicht, gell, nicht weiterfahren kann. Ja, der kann aber auch kurz am Bahnhof warten, wenn der Zug hier gerade rüberfährt. Ja, es ist halt, das kann man so genau gar nicht machen. Also, ich muss es immer wieder feststellen, am Ende kommt dann doch alles anders da, als man sich das eigentlich gedacht hat. Geil, so. Jetzt kommt der lustige Bausteinzug also hier angepoltert. Jetzt müssten wir ihm hier eigentlich, weil er hier Ankunft hat, an diesem wunderschönen Personenbahnhof in Columbia, brechen wir erstmal schön ab. Jetzt müssten wir den hier eigentlich, ja, dann muss er ja dann auch wieder, ja, ich denke wieder laut. Wir konfigurieren auch dieses Mal hier, dass der hier und da und dort, das ist alles, gell, ihr wisst schon, das ist alles hier, alles so seinen richtigen Gang hat hier. Die Frage ist nur, wenn ich jetzt hier Güterplattformen baue, haben die auch automatisch Anschluss? Das sehen wir dann, denn der Professor hat nämlich schon in seiner fanatischen Art und Weise, die er so an sich hat, hier schon kontrolliert. Seht ihr das? Hier sind Bausteine. So, jetzt hatte ich auch gedacht, man könnte ja hier unten einen kleinen Bahnhof hinmachen, aber ich habe gedacht, naja, komm. Seht ihr das bis hier unten hin, bis hier drüben? Also bis hier hin, bis zur Ecke hier von diesem Bahnhofsfensterchen. Bis hierhin also. Und der Bahnhof hat ja schon mal Verbindung bis hierhin. Also im Notfall könnte man hier auch noch einen LKW machen, der hier das bisschen hier rüberbringt. Aber erstmal fangen wir an. Wir sehen erstmal zu, dass es ins Laufen kommt. Und später kann man immer noch mal beobachten und nacharbeiten. Ich würde sagen, so. Theoretisch könnte man sogar eine eigene Güterschiene hinmachen, aber ach, ich weiß nicht. So viele Schienen, das gefällt mir dann auch wieder nicht. Machen wir das mal so. Nein, um Gottes Willen, so. Nichts Komisches machen. Wir schicken dann von hier aus auch dann direkt rüber. Ich denke mal, das dürfte auf jeden Fall perfekt sein. So, jetzt tun wir direkt die Linie einrichten, damit wir den Zug nämlich direkt losschicken können. Der Zug wird von hier, von Güterhausen, Detroit, nach hier fahren. Das ist die Linie Baumaterial Detroit. Ich schreibe es jetzt einfach mal so, damit wir den Weg finden auch. Nach Columbia. Jetzt wollte ich gerade Chicago schreiben. Ich weiß gar nicht, warum. Wart ihr schon mal in Chicago? Ich nicht. Ich war auch noch nie in Detroit. Ja. So. Das musste ich erstmal kurz überlegen. Genau, ich mache das Fenster einfach mal zu, dass ich gar nicht mehr sehe, wo es hier lang geht. Ja, hier kommt er schon richtig an. Der kommt ja richtig gut an hier. Guck mal, er hält sogar die Verkehrsregeln ein. Der Professor sich ja ganz toll ausgedacht hier. Das müsst ihr doch mal zugeben. Und hier? Ja, super. Obwohl, die Idee ist nicht schlecht, gell? Also ich habe jetzt hier keine Kreuzweiche gemacht, aber seht ihr das? Die haben ihre eigenen Gleise, jeder. Kann man natürlich auch so lassen. Klar, hier wird er natürlich dann warten müssen. Wer hat denn hier jetzt dann Vorrang? Wisst ihr was? Wir schicken erstmal den Zug rein.
Ja, und die andere Geschichte hier müssen wir wahrscheinlich bis zum nächsten Mal aufheben, aber das ist, ist halt leider so. So, wir wollen... Ey, Leute, wir nehmen jetzt 28 Millionen haben wir auf dem Konto. Das ist doch geil. So, das hier ist ein Güterzug. Gucken wir erstmal, was wir brauchen. Wir brauchen für unseren neuen... Also mit Drungenwagen können wir Steine transportieren. Also Baumaterial. Ja, was anderes bleibt uns nicht übrig. Der läuft 80, gell? Ich weiß nicht, wie viel das auf einmal wird. Ich weiß halt, ja, wir probieren es aber mit 48 mal. Wir gucken dann gleich in Columbia, wie viel die aufrufen da. Und dafür nehmen wir... Wir könnten den Mikado noch mal nehmen, aber der Weg ist auch nicht so weit. Der Atlantic ist günstiger, hat aber nur die Hälfte an Kilonewtons. Aber warte mal, wenn man den jetzt einsetzt, kann man doch sehen, ob der... Der fährt ja auch 80. Nehmen wir an, wir würden jetzt noch mehr von den Rungenwagen reintun. Soll ich so tun? Ja, geil. Den nehmen wir. Der ist ja noch günstiger. So, der Zug direkt auf die... Warte mal. Baumarkt Detroit. Geben wir Zeit mal ein bisschen Gas, damit er schnell rauskommt. Wir wollen ihn ja ganz schnell sehen. Da kommt er angerannt, der Rungenzug. Beeil dich. Wir müssen nämlich hier drüben dann auch gleich wieder zurückschicken, denn er wird ja erst nach Columbia fahren. Ist ja klar. Denn er erreicht jetzt die Linie in die falsche Richtung. Ohne Ladung. Aber warte mal, können auch mal normale Geschwindigkeit erstmal wählen. Der erreicht jetzt die Brücke. Und er fährt auch gleich rüber, weil die Brücke frei ist. Sorry, wir müssen jetzt erstmal doch nochmal Pause machen. Denn ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt schon eine Anbindung hier haben. Aber normalerweise müsste das Zeug schon geliefert werden eigentlich. Die Nachfrage ist da. Oh, wisst ihr was? Da brauchen wir ja auch viel mehr LKWs, gell? Richtig, da habe ich mich gar nicht dran gedacht. Warte mal. Von wo aus sind die LKWs schneller da? Von hier? Ich würde sagen von hier, gell? Kaufen wir mal schnell ein paar LKWs. Die nur Steine transportieren. Das ist nämlich... Die fahren genauso schnell. Kosten aber auch mehr. Kriegen mehr drauf. Ja, wir kaufen einfach mal hier so. Baumaterial. Detroit Transfer. Ihr wisst ja, was jetzt passiert. Also, das Zeug wird... Das Zeug... Wird... Habe ich jetzt die richtige... Ja. Das wird ja hier drüben hergestellt. Hier oben. Wird nach Detroit gebracht. Jetzt die schnelle Form. Und dann wird er hier abgeladen. Der LKW hier. Das hier ist der Transfer-LKW. Das wisst ihr ja. Der lädt noch mehr auf. Bringt das hier runter. Und lädt es hoffentlich auch hier am Bahnhof aus. Dass das hier am Bahnhof ebenfalls ankommt. Aber ich würde fast sagen... Das könnte in die Hose gehen, aber hier, Leute, wir haben genug Geld, um das auszuprobieren. Mir ist das egal, wir probieren das einfach. Wo ist denn unser Zug? Da kommt unser Baumaterialzug. Jetzt können wir wieder ein bisschen Gas geben. Theoretisch müsste diese Linie jetzt schon anlaufen. Und wir schicken jetzt zurück. Ganz flux. So, guckt euch das an hier. Er rennt förmlich. Zurück auf seinem ganz eigenen Gleis. Und hoffentlich hat er da auch schon Material stehen. Nein, das sieht nicht gut aus. Aber das muss ich erstmal einspielen, wie gesagt. Ich überlege gerade, ob wir den Zug hier so lange anhalten. In Zukunft muss ich mal dran denken, dass man den auch wirklich... Funktioniert das überhaupt? Ach du Schande. Pause. Ja, jetzt haben wir hier keinen Transfer, keinen Baumaterial. Gehen wir kurz in den Linienmanager. Der Transfer, der darf natürlich nicht hier warten. 3 Minuten lang. Er soll hier laden, nur Steine. Und hier soll er nur entladen.
fertig. In der Miller Street. Ja, das tut er sowieso, weil das ist eine Entladestation. Ja, jetzt geht's los. Ich bin mal gespannt. Also ich habe das Gefühl, ich glaube, es wäre sogar sinnvoller, genau, wenn wir den hier oben abgreifen würden. Also ich muss mir da auch da noch ein bisschen Gedanken machen. Vielleicht baue ich noch eine Kleinigkeit. Weil es ist immer ein bisschen schwierig. Ich mache mir zwar meine Notizen, aber am Ende ist das Problem einfach... Er wartet auf freie Wege. Ach so, hier sind gar keine Signale. Genau, die Signale habe ich mich vergessen. Erst wenn der hier wegfährt, kriegt er freies Signal. Genauso gut könnte man ihm auch sagen, er wartet hier. Wir könnten ihm auch sagen, er soll hier warten. Also in dem... auf der Linie, gell? Dass der hier in Detroit so lange wartet. Das ist ja das gleiche Spiel. Dass er, was weiß ich, wartet, bis er voll geladen ist. Er darf hier nur diese Bausteine laden. Und den Columbia darf er nur entladen. Wir haben da ja in der Vergangenheit schon genug Probleme gehabt. Tja. Ich weiß nicht, wie lange die Wartezeit am besten wäre, aber das... So ist es. Ich schätze mal, da kommt momentan sowieso nicht viel an. Hier kommt der erste LKW. Ich denke mal, das wird sowieso erstmal nichts. Ich glaube, das ist nicht... Das taugt nichts. Ja, wie gesagt, da müssen wir erstmal Gedanken machen. Denn... Ach, jetzt fährt er schon los. Ja, wie schön. Er sollte doch warten. Du Vogel, ey. Ja, aber brauchst sowieso hier noch ein Signal. Wir schicken ihn gleich nochmal zurück dann. Ja, ich sehe schon. Wir wollten hier nur mal kurz was machen, gell? Das ist so wie immer, Leute. So wie immer. Professor versucht was und am Ende dauert es dann Stunden, bis das dann funktioniert. Wir sollten auch hier auf der anderen Seite auch ein Signal setzen, weil der Bahnhof gemeinsam genutzt wird. Wir reißen das eine Signal nochmal ab. Sieht mich irgendwie nicht so schön aus. So gefällt es mir. Man hätte das ganz anders bauen können, aber... Ich weiß nicht, ja, man könnte auch mit einer Kreuzweiche arbeiten, aber... So, du fährst zurück. Da kommt gar nichts an. Ich glaube, die Industrie frisst hier alles. Und es könnte auch sein, dass diese Stationen hier, diese... Wie heißt es denn? Das hat doch einen Namen. Dass diese Station, dass das auch gar nicht funktioniert. Der ist zwar angebunden am Bahnhof hier, aber ich denke mal, der Bahnhof kriegt da am allerwenigsten von ab. Selbst die hier die Nachschubbewertung ist zu niedrig. Aber wie gesagt, ich werde mir angucken nochmal. Gucken wir mal, ob da irgendwas ankommt. Wir können den Zug auch hier einfach mal anhalten lassen. Kurz vom Bahnhof. Wir dürfen ihn nicht vergessen. Ich sehe schon, wir werden hier noch eine Weile dran ackern. Gell, Digga, du wartest mal ein bisschen hier. Einfach schön stehen bleiben und wart mal auf schöneres Wetter. Was eine schicke Lok. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Euer Professor.